Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder von der Galgenberg, vierfach in der Ernte-Saison von Weizen. Ja, ich habe in der letzten Folge mir hier mal wieder das Leben selber schwer gemacht. Problem erledigt. Jetzt können wir zur Ernte übergehen, vollends. Ich muss mir noch ganz kurz das Pedal, also... Ich habe ja hier ein bisschen umgebaut, Freunde, ja. An der Stelle, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe ein neues Lenkrad, das Thrustmaster T248, weil mein Logitech nach 5 Jahren ungefähr den Geist aufgegeben hat, beziehungsweise nicht den Geist per se, sondern der Zahnriemen oder was da drin ist, mag nicht mehr. Und dann habe ich mir jetzt das geholt und ja, ich bin bis dato zufrieden. Ich und hier Thrustmaster hatten einen schwierigen Start. So viel sei gesagt, kann aber Thrustmaster nichts dafür. Sondern meine Rocket Maus hat mir da ein bisschen dagegen geschossen. Jetzt ist aber so, dass die Pedale rutschen ein bisschen. Die Pedale, da muss ich mir was einfallen lassen, das ist ein bisschen anstrengend. Ich bin hier mehr mit Pedale herschieben beschäftigt, als hier zu arbeiten. Deswegen gucken wir mal. So, holen wir mal die erste Ladung Weizen. Ich weiß gar nicht, was da reingeht. In die Anhänger, in die Lomas. Wir haben da in der letzten Folge einmal das V-Gewinde durchgezogen. Der Glas ist ca. 80% voll. Und jetzt wollen wir dann vollends die Schwad legen, damit wir auch den einen oder anderen Ballen rauskriegen. So, dann können wir hier auf jeden Fall mal ausmachen, so lang. So, und dann können wir uns hier nämlich drauf vorbereiten. Kann ich hier eigentlich auch... Das war ja abkoppeln. Ne, das kriege ich hier nicht hin. Okay, aber hier. So. Ich würde sagen, wir machen die Langbahnen mit GPS. So, wir werden eine nicht ganz so coole Bahn fahren, die vielleicht ein wenig hässlich aussehen könnte. Und der Rest machen wir nachher. Dann können wir jetzt hier nämlich ganz gemütlich fahren. Schwadablage. Zum Glück haben wir nochmal dran gedacht. Das sieht doch gut aus. Da fließen die Euros. Wir werden die nicht einlagern. Ihr habt auf dem Hof kein Hoflager. Ihr habt aber auch genügend Platz, um euch selber hier und da noch was zu platzieren. Das wollte ich euch so ein bisschen freigestellt lassen, das Ganze. Weil meine Intention von diesem Hof ist natürlich einmal die Fruchtsäfte in Form von Traubensaft, Erdbeersaft, Tomatensaft. Habe ich noch was vergessen? Weiß ich nicht. Und dann als zweites Produktionsstandbein Rapsöl zum Beispiel. Gibt es aber auch Olivenöl, wenn ihr unbedingt Oliven einbauen wollt und so weiter und so fort. Das sei euch dann überlassen. Und als guter Letzt soll selbstverständlich auch der Hof als Milchhof fungieren. So, es ist schon, muss ich echt sagen, geil. Ich mag die Seitenkonsole unglaublich, besonders wegen den 8 Tasten und wegen den verschiedenen Ebenen. Das macht halt einfach Sinn und macht Spaß. Besonders jetzt, wo ich mich so langsam aber sicher reingearbeitet habe in die vielen Knöpfe. Mein Schatz.
Falls ihr da ein bisschen was dazu wissen wollt, schaut gerne mal auf BLE-Seitenkonsolen. Ich werde es aber auch unten verlinken. Dann könnt ihr da in die Videobeschreibung reingucken. Ganz unverbindlich vorbeischauen, falls ihr wissen wollt, was das Ding hier ist. So, wenn wir am Ende sind, schauen wir mal ganz kurz, wer aktuell den besten Preis bringt. Schön wäre es, na klar, entweder, dass wir das Schlachterfeld rausschmeißen, das ganze Zeug, oder zum Wunderkinger. Weil das sind die zwei neuen Verkaufsstationen, die möchte ich natürlich testen. Die Karte wird auf jeden Fall für diejenigen, die das DLC haben, auch ready sein. Ich habe eine Standard-Verkaufsstation mit eingebaut, somit könnt ihr auf jeden Fall eure DLC-Früchte verkaufen. So viel ist dran gedacht, also da müsst ihr, kleiner Tipp an die Mapper, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wenn ihr auf eurer Map Standard Verkaufsstationen gebaut habt, dann funktionieren die mit den neuen Früchten. Aber ihr müsst die wirklich absolut Standard verbaut haben, einfach den direkten Link in das Base Game. Sobald ihr die aber bei euch in die Karte reinzieht und dort, keine Ahnung, Zuckerwürfel dazu packt, damit die sozusagen custom sind, dann kann dieses DLC sich nicht mehr in eure Verkaufsstation einschreiben. Wie soll es auch funktionieren? Ne? Deswegen habe ich jetzt überall custom verbaut, aber Zkirche einen absoluten Standard Verkaufstrigger und somit könnt ihr dort die Sachen verkaufen. Man muss sich da halt immer damit ein bisschen beschäftigen. Es gibt zum Beispiel auf der Erlengrad gibt's einen Shop-Trigger, der für diesen kleinen, ich nenne es mal Supermarkt im Dorf ist. Das Problem ist halt, wenn ihr den bei euch reinpackt, dann nennt sich die Verkaufsstation nachher in eurer PDA Town Store oder so ähnliches. Also müsstet ihr gerade rund um diesen Trigger, so wie der heißt, halt ein passendes Gebäude bauen, was mir halt nicht ganz so gut gefallen hat. Deswegen habe ich einen Hundsgewöhnlicher, der von der XML her, ne, dass ihr den technischen Aspekt mal kennenlernt, dort einen absoluten Standard genommen, damit es nachher halt auch dementsprechend vernünftig in der PDA heißt. Ich würde es für blöd befinden, wenn da nachher Townstore oder sowas in der PDA drinsteht. Hauptsache man hätte einen schönen Trigger, aber naja. Ein Tod muss man sterben, wisst ihr ja. Das Leben ist ein Kompromiss. Und ich hatte mich ja dafür entschieden, dass wirklich die Leute ja, das DLC nicht kaufen müssen. Das ist halt das Schöne, ihr müsst ja nicht das DLC kaufen, um die Karte zu spielen. Aber wenn ihr die neuen Erweiterungen haben wollt, dann braucht ihr, na klar, die DLCs. Das wäre meiner Meinung nach ein bisschen unfair gegenüber denjenigen, die das DLC kaufen und Geld ausgeben dafür. Während ich die hier fix einbaue. Aber auch an der Stelle kann ich gleich noch eine kleine Side-Story dazu packen. Hätte ich die Früchte direkt eingebaut, hätte es eh Probleme gegeben, hätte ich wieder zwei Versionen machen müssen. Ne? Weil sonst für diejenigen, die das nicht gespielt hätten, das DLC, das bräuchte man ja trotzdem. Ja, wäre es zu Fehler gekommen. Weil das DLC braucht man, damit man zum Beispiel die Karotten, die Frucht findet und so weiter. Also ein Riesenaufwasch. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Schrecklich. Für so ein bisschen Karotte. Nun ja. Ich hätte es mir ja gewünscht, dass Giants die Früchte in die Standardkarte mit eingebaut hätte, also ins Base Game an sich. So, dass jeder nur als kleines Winter-Dankeschön-Abschlussgeschenk für dieses Jahr die neuen Früchte verwendet hätte können. Und als kleines Schmankel von mir aus die Karte mit den Fahrzeugen als DLC. Ne? So hätten, finde ich, beide Seiten gewonnen. Wäre ganz nett gewesen. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Es ist, wie es ist. Da streite ich gar nicht lang rum. Und so ist es halt. Gut, wir wollten auf den Preis gucken. Da waren wir stehen geblieben.
Und zwar sind wir ja hier am Weizen abernten und ihr seht, wir haben auf jeden Fall genügend Verkaufsstationen. Und das hier ist zum Beispiel dieses Ding, was ich euch gesagt habe. Ich kann diesen Namen nicht ändern. Wenn ich den Namen ändern möchte, müsste ich die Verkaufsstation packen, bei mir eine Karte rein, dann kann ich den Namen ändern. Aber dann schreiben sich halt die Produkte nicht rein. Also ihr seht, wohin tobt, wo sterbe. Deswegen ist es einfach so, wie es ist. Getreidemühle, ja, die liegt gleich ums Eck. Da gehen wir hin. So, Getreidemühle, die müsste da vorne sein, jawohl. Und fahren wir da mal rein. Ich gerade dachte, warum bist du? Haben wir uns jetzt echt hier auf den Kuschelkurs eingelassen? Ist das jetzt wirklich so weit? Dass auch immer mir sowas passieren muss, wisst ihr? Schrecklich, ne? So, aber jetzt. Los geht's. Hey, Mann. Ich habe noch eine kleine Anmerkung bzw. eine kleine Verbesserung hier noch mit eingefügt. Und zwar bei allen Querstraßen, die ihr jetzt so seht, habe ich auch noch einen direkten Weg zur Hauptstraße, zur B311, so heißt die tatsächlich hier oben, hinzugefügt, damit ihr jetzt zum Beispiel hier nicht ewig lang rechts runterfahren müsst, sondern könntet hier gleich auf die Hauptstraße. Das bleibt euch natürlich überlassen. Das habe ich noch mit eingefügt. B311, by the way. Ich bin mal gespannt, wer bis hierher geschaut hat. 13 Minuten, schwierig. Die meisten schalten nach 10 ab. Es könnte ein neues Projekt eventuell an den Start gegangen sein, die auch die B311 beinhaltet. Man munkelt. Seid gespannt. So, hier vorne ist es so, ihr habt da das Gebäude vom Taker, das ist die Getreidemühle, die kennt ihr mittlerweile, ist als Mod platziert, ne? Support ist kein Mod, Taker soll natürlich seinen Download hier bekommen für das Objekt, ganz klar. Ich wollte auch nicht nach Freigabe fragen. So, was ich hier gemacht habe, ist einfach noch eine Tankstelle davor platziert, die ist fix auf der Karte platziert. Und habe dann da dazu noch einen Verkaufstrigger hinzugepackt, damit ihr einerseits verkaufen könnt, andererseits aber auch hier die Mühle dann als Produktion nehmen und, und. So, hier könnt ihr dann natürlich tanken. Was soll es auch anders sein an der Tankstelle? So, die Mauer habe ich auch schon weiter rausgezogen, dass es ein bisschen einheitlicher aussieht. So, jetzt muss ich hier umschalten auf meinen Schlepper, weil... Weil ich eigentlich hier abladen kann. Eigentlich. Lass mich mal nochmal eine Runde drehen. Anhänger haben wir angewählt. Normalerweise sollte hier das Symbol kommen. Da kommt es auch. Ich habe momentan massiv Probleme mit den Triggersymbolen. Und ich weiß nicht warum. Guck mal, es geht trotzdem. Und ich weiß nicht, das nervt mich momentan massiv, ob da irgendein Bug reingekommen ist beim letzten Update. Es ploppt bei mir nur ganz kurz, wenn überhaupt, der Trigger auf. Meistens ploppt er dann auf, wenn ich abladen drücke. Das ist so ein bisschen anstrengend, weil in erster Linie denke ich jedes Mal, was habe ich denn jetzt wieder verbockt, dass der Trigger nicht funktioniert. Aber ihr habt gesehen, er tut, was es soll.
Nun gut, wir haben mal wieder die 15er Marke geknackt. In dem Sinn wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht zu viel ärgern. Abole wie immer, kostet nix. Road to 23k. Vielen lieben Dank an der Stelle. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Euer Yogi.